Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, da ist Ben Ere, da ist Bakaresh, der Tempel von Bakaresh, und in das Gebäude da drüben müssen wir. Unsere einzige Chance, da unentdeckt reinzukommen, bestünde jetzt darüber zu springen. Alternativ könnten wir es... Ja, von hier wird der Abstand immer größer. Und ihr seht, die Grafik da unten lädt nicht so gut. Wir könnten uns auch einmal rundherum schleichen. Ich meine, jetzt wo wir eh hier oben sind, haben wir ja eh alle Karten eher in der Hand. Da unten stehen ein paar Mumien. Aber die Mumien sollen uns mal nicht kratzen. Da hinten ist noch ein Höhleneingang, der uns erstmal nicht kratzen soll. Ah, gut. Ach, ja, stimmt. Die haben ja das eine Gebäude, haben sie ja in den Berg gebaut. Das heißt, da könnte ich mich locker easy reinschleichen. Ich müsste mich mit einem Sklaven unterhalten können. Und danach direkt wegporten. Das Problem hier ist jetzt halt... Ich glaube, ihr seht selbst, was hier jetzt das Problem ist. Gleich lande ich unten in der Stadt, ohne gemerkt zu haben, wo wir überhaupt sind. Okay, hier können wir uns einen Überblick verschaffen. Lebend ist hier erstmal gar nichts gut. Ein Dämonpilz. Seltsame Pilze. Ich hasse dieses Busch. Hier scheint es runter zu gehen. Mir wäre so eine Art Überblick recht. Hier könnten wir uns kurz... Wir sind doch schon da. Falsches Stockwerk. Na toll. Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft. Ja, was ihr gerade gehört habt, das war ein Schwarzmagier. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft. Ja. Wie komme ich da runter? Ohne erst darüber rennen zu müssen. Ich könnte es versuchen, mich da irgendwie reinzuhüpfen. Reinhüpfend, reinbaggend. Ah, Treppen. Treppenhäuser sind immer geschickt. Da kann man taktisch clever ein paar Sachen machen. Flammenzauber. Assassine. So, entweder pullt uns jetzt gleich. Jetzt stirbst du! Ja, entweder kommt uns jetzt gleich eine Armee. Aua, durch die Wand, hey. Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt das Problem, dass die ganze Stadt angepult wurde. Ja. Jetzt haben wir es soweit. Ich war nicht vorsichtig genug. Wir müssen uns da jetzt durch. Das war klar. Es gibt immer einen fucking Feuermagier in diesen scheiß Dörfern. Eine Chance, die mir bleibt. Da, da, da. Kommt, lass mich in Frieden. Es ist besser, wenn wir... Ich suche Unterstützung. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Aber ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann. Hör zu, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Du musst die anderen Sklaven überreden, mitzumachen. Und das wirst du. Das ist gefährlich. Natürlich ist es das. Aber es geht um eure Freiheit. Na schön. Aber Worte allein werden nicht reichen. Ich brauche bessere... Argumente. Was brauchst du und wie viel? Waffen. Wir brauchen Waffen, mindestens 3 Bündel. Kriegst du. Und Rüstungen.
Und Heiltränke und ein paar Artefakte wären nicht schlecht. Jetzt komm mal wieder auf den Teppich. Gut, besorge mir nur die Waffen, das muss reichen. Hier sind die drei Bündel. Gut, ich werde sie verteilen. Geh zu deinen Freunden und sage ihnen, dass wir bereit sein werden. Na warte, Bürschchen! Ja, jetzt prügeln sich erstmal die Sklaven noch mit. Und für uns wäre es jetzt besser, wenn wir einen Ausgang suchen. Am besten denselben, über den wir gekommen sind. Und am besten auch wieder übers Treppenhaus und am besten muss es schnell gehen. Ich werde dich töten! Jungs, ich brauche einen Heiltrank. Haha, ausgetrickst. So. Auch hier können wir ein bisschen tricksen. Hallo, Elitekrieger. Natürlich könnte ich jetzt alles im... Scheiße! Oh, leck mich am Arsch, da ist ein Schwarzmagier. Geh weg! Jetzt wirst du sterben. Ob das so clever war, hierher zu kommen? Ich spieß dich auf! Was ging? So, wir springen. Verlieren einen Teil unserer HP. Ich werde dich töten! Ja, dann probier's mal. So, wir brechen jetzt erstmal hier durch die nicht mehr vorhandene Verteidigung der Stadt und rennen zu den Nomaden. Und um das zu tun, bediene ich mich eines kleinen Tricks. Peace out! Blutfliegen sind verdammt schnell. So, jetzt verpfeifen wir uns. Relativität müssten wir jetzt relativ schnell sein, weil die Sklaven halten ja nicht ewig durch. Ich hab's ja gerade gesehen, der Murak ist ja direkt gestorben. So, wir verwandeln uns zurück, damit wir keinen Scheiß bauen. Das Problem wird sein, die Assassinen werden jetzt nicht still stehen bleiben und so tun, als ob nie was gewesen wäre. Die werden uns jagen und töten wollen. Ich hätte mich jetzt in den nördlichsten Norden porten können, in 5 Minuten hätten die uns angreifen können. Zinnika? Die Sklaven kämpfen mit uns. Dann sollten wir sie nicht warten lassen. Mach dich bereit, dann greifen wir an. Knut? Du hast Dredge überzeugt, was? Schätze, er hat dich ganz schön ausgenommen. Er ist halt eine goldgierige Sau, aber auch ein verdammt guter Kämpfer. Ateras? Wir haben's eilig. Zinnika ist bereit. Gut. Was mit euch Typen aus dem Norden ist, weiß ich nicht. Aber wir Nomaden sind bereit. Okay, cool. Knut? Ateras ist auf unserer Seite? Dann haben wir eine Chance. Bereite dich vor, dann greifen wir an. Alles klar. Bereit zum Angriff. Gut, du gibst das Zeichen. Dann schlagen wir zu. Bloß auf, mit der Scheiße. Auf geht's. Lass uns Bakaresh befreien. Na, dann wollen wir mal. Steck die Waffe weg. Sorry, Nomade. Am besten du erledigst das selbst. Na, super. Jungs. Am besten du erledigst das selbst. Ich mach erstmal Pause. Wir haben's verpackt. Na gut. Irgendwas will. Irgendwo hier ist was uns töten will. Irgendwas Festgepacktes. Das kann von einer der Oasen sein. Oh, das könnte überall sein. Ja, die Nomaden interessieren ja nicht. Ah, da, Löwen. Aber die jucken sich nicht für uns. Ah, Tempelwächter. Aber auch der juckt sich nicht für uns.
Und hier scheint anscheinend keiner zu leben. Dann nehmen wir den Korb aus und schlafen erstmal eine Runde. Normalerweise, wenn man eine Stadt angreift, rennen die einem hinterher. Ich weiß nicht, was da los ist. So, wir warten mal bis Mittag. Und dann, ja, nehmen wir uns noch eine Halbpflanze. Auf geht's. Lasst uns Baggerisch befreien, Leute. Ja. Wie sagt der El Präsident in Tropico 4 immer? Wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst. Nehmen wir uns ein Beispiel an El Presidente und machen es selbst. Das war vielleicht jetzt nicht die klügste Idee, mittags zu starten. Aber naja. Wir könnten noch ein bisschen cheaten. 7. Also es ist nicht gecheatet, es ist getrickst. Cheaten wäre ja, wenn ich mir das alles hergecheatet hätte. Habe ich aber nicht. Ich habe mir alles selber zusammengemischt oder zusammengesammelt. Naja, wir machen jetzt kurz eine kleine Pause. Ich muss kurz ein paar Sachen erledigen und bis gleich. So, da bin ich wieder. Da kam Essen dazwischen. Ach ja, stimmt. Wir wollten ja tricksen. Mit den vergifteten Pfeilen. Puh. Man sieht richtig, wie grün die Spitze einfach ist. Ja, jetzt stirbst du. Bleib stumm. Ins Gesicht. Also jeder normale Mensch wäre dadurch gestorben, Dude. Respekt. So kriege ich meinen Giftpfeil. Nein, natürlich nicht. Und dein Speer backt im Boden. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Na komm her, Benito. Komm her. Und da backt ein Speer durch die Gegend. Schnell schnappen wir uns, bevor er durch den Boden fliegt. Ah. Träum weiter, Kämpfer. Ich lebe, du stirbst. Okay, wer will der Nächste sein? Kommt schon, Leute. Da muss doch irgendwo noch ein paar Schwarzmagier rumrennen, die wir umlegen müssen. Umlegen sollten. Ah, hallo Silvio. Ins Gesicht. Ach scheiße, jetzt bin ich abgerutscht. Schade eigentlich. Die Questreihen waren immer sehr interessant in Baccarisch. So, who want to be the next? Folgen wir einfach mal diesem Weg hier. Ungeziefer, komm her. Ah, zwei Klauen. Besser als nichts, aber... Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Wer redet da mit mir? Ah. Komm her. Bleib stehen, du Hund. Sklaven, die uns unterstützen. Aldo. Ah, eine Giftblase, finde ich gut. Ja, die Sklaven haben jetzt Waffen, weil wir die bewaffnet haben. So, ich loote schon nebenher so ein bisschen die Leichen. Ich bin unschlagbar. Hat wer gesagt? Ich werde dich töten. Ich zähl zwei, fuck! Scheiße! Okay, wir laufen. Ich bin zu jung, um durch Magie zu schreiben. Ach, kacke, ich
Krokodile. Na, wer will sich mit mir anlegen? Mufasa! Ich brauche kurz einen Moment, mein Handy hat gerade gemeint, mein Akku ist fast leer. Wir essen noch ein Fleisch. Nett von denen, dass die warten, bis man fertig mit Essen ist. Ich will mich jetzt ungern mit dem Krokogator anlegen da. Ich glaube, das ist jetzt auch zu spät. Mindestens. Wow. Ihr habt gesehen, der mächtige Magierangriff macht ein bisschen arg viel Damage. Ich schicke dich zu Billia. Ich schicke dich zu Billia. Ich hab Angst. Ich wusste, dass es eine Scheißidee war. Aber auf mich will ja keiner hören. Hust, pust. Nun wirst du sterben. Ja, ja, morgen wieder. Ich habe gerade irgendwie nicht die Zeit, Lust zu sterben. Darum wird es gespeichert. So, und jetzt. Marsch, 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 marsch. Wo müssen wir hin? Da lang. Oh, komm, halt's Maul. Halt's Maul, du Kämpfer. Da rennt ein Elite-Krieger. Ach, versuch's mal. Hasul, Wache der schwarzen Magier. Ja, komm. Komm ran. Bleib stehen, du Hund. Das war zu erwarten. Alter. Jungs, einmal reicht nicht, oder? Nein, die müssen mich gleich zweimal in den Arsch stoppen, hey. Aber wir haben ja gespeichert, also das ist nicht ganz so schlimm. Es war auch klar, drei Magier, das ist einfach zu heftig. Unsere Magie-Defense ist einfach null. Und allgemein. Gegen Magie hast du in Gothic. Ja, okay. In Gothic 3 nicht arg viel auszusetzen. Außerdem auf freiem Feld gegen einen Magier ist immer so eine ganz gute Idee. Nicht. Okay, sehen wir zu, dass wir von hier abhauen. So, komm her. Ich loot dich. Wohin verziehen wir uns? Am besten da hoch. Wir umrunden den Tempel sozusagen einmal. Oder wir stellen uns jetzt hier hin und machen einen auf Bogenschütze. Das könnte funktionieren. Aber nur kurz. Also Schwarzmagier kriegen wir damit. Okay, wir kriegen Schwarzmagier auch nicht. Der wird jetzt einen Heilzauber sprechen, sich hochheilen und ja. Lalalalalala, ich renne nur im Kreis. Mir fehlt jetzt halt der Support von den Nomaden. Schnell einen Eintopf reingehauen. Und weiter geht's. Jetzt, da uns das ganze, die ganze Stadt am Arsch hängt, sozusagen, hätten wir eh nichts ausrichten können, nicht großartig. Uns habe ich, glaube ich, Mist gebaut, weil wir hier im Kreis laufen. Ah nein, hier ist ja die Brücke. War
waren die großen Schätze jetzt in Ishtar oder in Bakarish? Ich glaube, in Ishtar war die große Schatzkammer. Da drüben stehen die alle. Carlos, Elitekrieger, Ashnu. Da unten steht einer. Komm her! Aber wie lustig! Ich werde dich töten! Du schießt mit einem Pfeil. Und BOOM! Alle rennen dir hinterher. Okay, wir versuchen es mal andersrum. Jetzt wirst du sterben! Okay. Komm her! Ich glaube, das ist eher die nicht so geniale Strategie. Hey, ihr scheiß Sklaven! Geh jetzt besser. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Machen. Da drüben steht noch einer. Und Wasser. Hm. Oh! Und nochmal so ein Elite-Spiel. Mit einer der Feuer zu der Schwarzmagier. Aber das Ruinenfeld ist halt einer, da hast du die besten Deko-Kämpfer. Leider geht dem Arsch auch nicht die Mana aus oder so. Aber im Nahkampf bietet er nicht viel. Händlerspacken. Na komm her, Tempelkämpfer. Es ist halt gefährlich, wenn die restlichen Schwarzmagier wieder aufkreuzen. Also wir werden hier noch eine Weile rumgammeln müssen beim Looten dann. Ach, guck mal! Einer der Nomaden ist aufgetaucht und hilft uns jetzt. Ahmed und Hernando! Ashnu! Ich würde aber lieber gern den Loot der Schwarzmagier bevorzugen. Schnauzer, der Händler. Das ist eine kleine Anekdote. Die Tempelkämpfer, wenn man die Arena-Kämpfe gemacht hätte, hätte man den Tempelkämpfern schon mal aufs Maul gegeben. Wer auch immer da gestorben ist. Jetzt stirbst du. Ja, gut gekämpft. Nein. Bru, nein. Ihr habt kurz eine Minute. Dankeschön. Scheiße, da war ja auch einer. Ah, guck mal, da liegt ein toter Kollege. Die waren jetzt alle auch schon hier. Super. Ich schicke dich zu Billard. Reg. Ihabar. Das war ja eine Herausforderung. Ah!
Dreifuß. Naja. Fernando. Tempelkämpfer, die haben alle nichts dabei. Aber wenigstens haben wir zwei von den verdammten Schwarzmagiern erwischt. Hier. Jafar war keiner von ihnen. Tempelkämpfer, Kämpfer. Da liegt jetzt halt allerhand Loot rum natürlich, der total wertlos ist eigentlich. Elite-Krieger. Mufasa. Oh scheiße, wir sind bei 6 und... Ja, egal. Da liegt der Schwarzmagier. Der eine, da liegt ein Sklave. Ateras. Schade um ihn. Das ist echt schade. Wir haben mehr oder weniger versagt. Klar, wir haben es befreit, aber zu welchem Preis? Das Einzige, was ich versuchen könnte, um ihn zum Leben zu erwecken, wäre theoretisch cheaten. Und das wollen wir nicht. Also schade um Ateras und die anderen Dudes, die hier mit uns gestorben sind. Ihr Opfer war nicht vergeben. Da ist Amul. Amul ist auch einer der Schwarzmagier gewesen. Irhabar, Elite-Krieger. Ah, hier liegt der Teleportstein nach Bakaresh. Haben wir hier drinnen eine Truhe. Hier liegen noch zwei Assassinenmesser. Nein, an den Hocker will ich nicht, nur an die Truhe. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir weiter looten. Bis dahin, auf Wiedersehen.